Hallo liebe Kanalfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserem Mobilwetter, aus unserer Kajacht. Heute das Thema einmal Kühlschrank. Kühlschrank, wie ist es bei uns gewesen mit dem Kühlschrank? Wir hatten ja Probleme, massive Probleme mit dem Kühlschrank, mit der Kühlleistung in allen drei Energiestufen. Wir hatten Diskussionen mit verschiedenen Servicepartnern. Wir hatten E-Mail-Verkehr intensiv mit dem Hersteller und haben natürlich eine ideale Lösung gefunden. Wir sind jetzt optimal begeistert. Wir zeigen euch das mal, was wir für Möglichkeiten jetzt hier haben, was wir verbaut haben. Das ist ja bekannt, dass wir hier verschiedene Zusatzsachen noch verbaut haben für den Kühlschrank. Und wir zeigen euch natürlich Alternativen, wie verwenden wir den Kühlschrank optimal. Das ist ja nicht nur dieser N3000, wie wir den optimal verwenden, sondern wie man den Absorberkühlschrank optimal verwenden kann oder wie unsere Erfahrungen hier draus sind. Und natürlich alles weitere Fragen unten rein in Kommentare oder gern auch persönlich an uns selbst. In allen Mobilwetter-Modellen bzw. in den Kajachten ist der Kühlschrank N3000 Serie verbaut. Hier sehen wir es, haben wir oben im Kühlschrank das große Tiefkühlfach und unten dann den Kühlschrank. Kühlschrank ist sehr geräumig, gibt es in verschiedenen Variationen, in verschiedenen Innenausstattungen, kann man wählen. Wichtig ist, wenn man den Kühlschrank abtauen möchte oder in Ruhestellung, hat man hier diese Verriegelung, die findet man hier unten drunter in der Tür und im Gefrierfach oberhalb. Das heißt, hier diese Verriegelung kann man rausnehmen und man schiebt die Tür ran und verriegelt diesen Pippus, diese Nase hier drin. Somit steht die Tür auf B- und Entlüftung und man hat optimal die Möglichkeit, den Kühlschrank hier auch abzutauen. Ja, liebe Kanalfreunde, jetzt einmal zum Thema unseres Kühlschranks, das Problem mit unserem Kühlschrank. Der Kühlschrank war verbaut im Mobilwetter und wir hatten von Anfang an Probleme. Das heißt, dass der Kühlschrank in allen drei Energiestufen im Kühlschrank an sich selbst und im Tiefkühlfach nicht diese gewünschte Temperatur erzielt. Im Tiefkühlfach lagen wir immer im Schnitt zwischen 10 und 15 Grad in allen drei Energiestufen. Und im Kühlschrank lag die Temperatur immer so zwischen 5 und 10 Grad. Das schwankte, über Nacht ging die Temperatur runter. Logisch hat er auch besser gekühlt, hat man auch gemerkt. So bei 5, 6 Grad und dann über den Tag klettert die Temperatur teilweise hoch auf 10, 11 oder 12 Grad bei einer Außentemperatur von 20, 25 Grad. Damals wurde uns gesagt, okay, das hängt zusammen, dass der Kühlschrank nicht gerade steht und so weiter. Es waren viele Faktoren, es haben viele gesagt, baut die Kühllüftung ein, haben wir einbauen lassen, diese Ventilatoren. Wir haben das Wohnmobil gerade gestellt, jedoch immer wieder das gleiche Problem. Wenn wir auf Plätzen standen, ging die Kühlleistung drastisch nach unten in allen drei Energiebereichen. Am besten hat er gekühlt im 220 Volt Modus, 230 Volt Modus. Da ging es am besten. Und wir haben damals Tedford kontaktiert. Da muss ich sagen, der Kundendienst war per E-Mail sehr zügig und sehr schnell. Wir haben Händlerempfehlungen gekriegt und so weiter. Es wurde uns aber auch gesagt, ist jetzt auf dem Kühlschrank noch Garantie oder nicht? Natürlich war ja noch Garantie drauf. Wir hatten ja 2 Jahre Garantie. Und somit war das für uns jetzt kein Problem. Auch wenn das außerhalb der Garantie gewesen wäre, hätten wir hier von Tedford problemlos geholfen bekommen. Dann waren wir bei einem Servicehändler gewesen und der Servicehändler hat diesen Kühlschrank durchgemessen und hat herausgefunden, dass es sein kann, dass im Kühlsystem hinten, wo die Kühlflüssigkeit zirkuliert,
eine Luftblase sich befindet. Und diese Luftblase wandert weiter und somit kann es dazu kommen, dass es in allen drei Kühlbereichen oder in allen drei Energiebereichen zu Kühlunterschieden kommt und nicht zu optimalen Kühlleistungen. Und da haben wir uns entschieden, hat uns der Händler damals gesagt, geht an, speziell jetzt über einen Servicepartner in eurer Nähe und versucht über Tedford diesen Kühlschrank zu tauschen. Dann haben wir Tedford wieder angeschrieben, E-Mail-Verkehr ging hin und her. Es wurde immer auf eine Reparatur hingewiesen, es lief immer auf eine Reparatur hinaus. Und dann waren wir bei einem Servicepartner in unserer Nähe. Und der hat zu uns dann gesagt, also in solchen Fällen wird der Kühlschrank 1:1, 100% von Tedford getauscht. Lange Rede, kurzer Sinn, das bedanken wir uns auch bei unserem Servicehändler, der dieses in die Wege geleitet hat, weil die verschiedenen Händler, wo wir waren, haben uns alle gesagt, ein Garantiefall Tedford oder eine Reparatur an Tedford bestenfalls immer über einen Servicepartner, einen Servicehändler durchführen lassen, weil die Connection zu Tedford zum Hersteller ganz einfach viel besser ist, als wenn man jetzt als Privatperson ständig schreibt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der Servicepartner hat diesen Tausch beantragt damals bei Tedford und der Kühlschrank wurde dann 1:1 getauscht. Und wie wir jetzt hier sehen, ist der Kühlschrank natürlich von den Abmessungen auch sehr groß. Da füge ich dann nochmal Bilder ein zum Tausch. Das betrifft jetzt speziell die Kajachtfreunde. Da gab es dann Probleme, den Kühlschrank aus- und wieder einzubauen, da der Kühlschrank nicht durch die Tür passte. Gab es da ein Problem von der Breite her und da hat sich natürlich der Servicepartner souverän Gedanken drüber gemacht und hat das Problem auch zeitnah schnellstmöglich lösen können. Bezüglich des Tausches des Kühlschrankes gab es dann auch keine weiteren Probleme. Der Servicepartner hat es beantragt, es kam die Zusage von Tedford und innerhalb von 5 Tagen war der Kühlschrank, der neue Kühlschrank, beim Servicepartner vorrätig. Ich blende dann auch noch mal die Bilder ein, das heißt von diesem Tausch. Der Tausch hat dann gedauert ca. 4 Stunden mit dieser Überlegung, Kühlschrank geht ja nicht durch die Tür, wir müssen den Kühlschrank anderweitig einführen, zeige ich dann noch mal mit ein paar Bilder dazu und erkläre das auch noch mal bitte mit. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, Kühlschranktausch, Kühlschrankreparatur, immer zum Servicepartner gehen, immer an den Servicepartner direkt wenden in eurer Nähe. Sucht euch einen Servicepartner eures Vertrauens aus. Der Kühlschrank jetzt an sich, wir haben den Vergleich auch mit unseren Thermometerfühlern, die wir jetzt hier drin haben, die hatten wir vorher auch schon drin. Ein riesengroßer Unterschied, ein himmelweiter Unterschied. Ich werde es euch auch mal zeigen, wenn ich den Kühlschrank jetzt anschalte und die Zeit mal mitlaufen lasse, werden wir sehen, dass schon die Kühlleistung enorm schneller geht, als vorher war. Vorher war es halt so, dass ich den Kühlschrank immer nur mit 230 Volt im Vorfeld runterkühlen musste, damit er heimwegs in die Kühlleistung auf Gas brachte. In 12 Volt war es so, dass die Umschaltautomatik immer zögerlichweise reagiert hat. Im 12 Volt lief er genauso gut wie mit 230, bloß im Freistehen mit Gas hatten wir halt auch das enorme Problem, dass fast gar nichts mehr ging und die Kühlschranktemperatur langsam kletterte auf 13, 14, sogar 15 Grad bei einer Außentemperatur von um die 25 Grad. Ja, ich schalte den Kühlschrank jetzt mal ein. Wir haben es jetzt genau 10 Uhr. Ich werde das mal mit einblenden. 10 Uhr. Der Kühlschrank hat jetzt eine Innentemperatur von ca. 18 Grad. Ja, ist 18 Grad und 16 Grad der Tiefkühler. Wir schalten das jetzt mal ein und werden den Kühlschrank
ganz einfach mal auf der Energiestufe Gas laufen lassen. Er hat jetzt gestartet. Noch einmal zum Kühlschrank an sich. Wir haben jetzt den Kühlschrank hier eingestellt auf Automatik. Ups. Auf Automatik. Kühlschrank läuft auf Gas. Und wir haben eingestellt, ich stelle es mal runter, und zwar, ups, ein Drittel. Lassen wir mal weg. Und wir haben die automatische Kondenswasserreduzierung mit eingeschalten. Sollten wir auch machen, hat uns auch der Servicepartner gesagt, dass das eingeschaltet sein sollte, soweit es geht. Und somit lassen wir diese Kondenswasserreduzierung auch ständig eingeschalten. Wie vielen bekannt ist, haben wir eine Zusatzlüftung für unseren Kühlschrank verbauen lassen. Wir sehen jetzt die manuelle Lüftungssteuerung und das ist die automatische Lüftungssteuerung. Hier befinden sich im Außenbereich, hier zu sehen im Außenbereich, die zwei eingebauten Ventilatoren, die jetzt den Umständen entsprechend den Kühlschrank beziehungsweise das Gitterfach herunterkühlen. Diese Zusatzkühlung, wie es jetzt hier, beziehungsweise diese Zusatzlüftung, wie sie hier jetzt angebracht worden ist, verwenden wir in der Regel fast immer ab 25 Grad Außentemperatur. Da schalten wir hier auf Automatik und die Kühlung läuft automatisch für diese Kühlschrankrückseite. Die Ventilatoren stellen sich automatisch ein, laufen entsprechend schnell oder langsam. Daneben haben wir sitzen, hier sehen wir es ganz deutlich, eine Kühlschrank-Thermometer-Überwachung, Temperaturüberwachung. Das heißt, hier sehen wir ganz genau im oberen Bereich Temperatur vom Gefrierfach und die Temperatur für den Kühlschrank. Hierzu muss ich jetzt noch sagen, dass der Kühlschrank jetzt aus ist. Das heißt, ich habe den Kühlschrank jetzt ausgeschalten und wir machen ganz einfach mal einen Test. Wir haben jetzt den Kühlschrank abgetaut seit 3 Tagen und wir werden den jetzt einschalten und natürlich parallel dazu einmal die Zeit stoppen. Mit dieser Automatik und einer Außentemperatur von zurzeit 25 Grad, wie wir jetzt hier den Kühlschrank runterkühlen. Die einzelnen Sensoren für die Temperaturerkennung für das Gerät sind solche Sensoren, die wir jetzt ins Tiefkühlfach und in den Kühlschrank einlegen. Und dann sehen wir natürlich ganz genau hier oben dran, wie die Temperaturen im Tiefkühlfach und im Kühlschrank zustande kommen und man kann auch entsprechend drauf reagieren. Ja, liebe Kanalfreunde, wie verwenden wir das optimal den Kühlschrank für uns selbst? In der Zwischenzeit, wo wir den Kühlschrank jetzt laufen haben, in der Kühlschrank, wo er runterkühlt, in der Zeit, zeigen wir euch ganz kurz einmal, wie wir das von uns optimale Lösung herausgefunden haben, um den Kühlschrank oder Zusatzmöglichkeiten hier zu verwenden. Bei uns war es immer so gewesen oder ist es immer so gewesen, dass zum Beispiel unser Kind macht den Kühlschrank auf, stellt sich davor, überlegt, was könnte ich denn jetzt trinken? Ich bräuchte mal was zu trinken. Und natürlich zählt die Zeit und der Kühlschrank steht offen. Auf unserem Temperaturfühler konnten wir dann sehen, dass die Temperatur geklettert ist von, damals waren es 5, 6 oder 10 Grad auf weit über 14, 15 Grad. Und jetzt ist es so, dass der Kühlschrank von 1 Grad ganz schnell auf 5, 6 Grad hochgeklettert ist in dieser Zeit. Natürlich ist es auch so, wenn man jetzt aus dem Kühlschrank was rausnimmt, früh, Abend oder mittags, dass man natürlich vor dem Kühlschrank davor steht und überlegt, was könnte man denn jetzt gebrauchen. Natürlich haben wir uns ein entsprechendes System auch einfallen lassen im Kühlschrank. Wie kann ich den Kühlschrank optimal einräumen? Das heißt, früh, mittags und abends.
funktioniert nicht ganz so richtig dolle, sondern man räumt den Kühlschrank ganz einfach ein, wie es sein sollte. Obst und Gemüse ganz unten rein und Wurst, Fleisch etwas oben. Wir haben uns natürlich überlegt, dass wir hier im Kühlschrank Getränke generell rauslassen. Nur ein, zwei Flaschen Getränke, die man jetzt während der Fahrt in Benutzung hat oder die man braucht, im Kühlschrank aufbewahrt. Ansonsten haben wir gesagt, okay, der Kühlschrank wird weitestgehend aufgemacht zu 80-90% nur, wenn man Getränke auffüllt und wenn man Getränke entnimmt. Und wenn man jetzt in wärmeren Regionen ist und hier sind im Wohnmobil im Schnitt dann 30 Grad henne, ist natürlich die Kühlleistung stark am Schwanken, wenn man den Kühlschrank ständig auf und zu macht wegen Getränke. Und damit haben wir uns überlegt, nach langen Recherchen und langen Diskussionen auch im Internet, dass es sinnvoll ist, eine zusätzliche Kompressorkühlbox sich anzuschaffen und in die Garage oder im Wohnmobil irgendwo hin zu verstauen. Da habe ich mir natürlich lange Gedanken gemacht, lange Überlegungen durchgeführt. Natürlich auch Recherchen, was ist die beste Kompressorkühlbox und so weiter, kann ja jeder für sich selber auch entscheiden. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, okay, wir legen uns eine Kompressorkühlbox zu und stellen die Kompressorkühlbox in die Garage. So, liebe Kanalfreunde, hier einmal unsere Garage. Hier sehen wir unsere Kompressorkühlbox. Ein Fassungsvolumen von 43 Liter. Ja, 43 Liter, um genau zu sein. Ich habe die Kühlbox hier angesteckt auf 230 Volt über einen Wechselrichter laufen. Habe ich hier oben drinne eine Steckdose und da läuft alles drüber, was auf 230 Volt bei mir hier hinten in der Garage angesteckt ist. Das Wohnmobil ist jetzt nicht angesteckt. Wir haben auch Sonne, die Solaranlage läuft und zeitgleich, wir haben es jetzt 15 Minuten nach 10. Ich schalte jetzt mal die Kompressorkühlbox an, um einen genauen Vergleich zu haben mit Zeit und Kühlleistung zum Kühlschrank und zum Kompressor, zur Kompressorkühlbox. Die Kompressorkühlbox hat jetzt eine Temperatur von 12 Grad innen und ich habe jetzt eingestellt, Moment, stelle ich ein, 1 Grad. In der Kompressorkühlbox sind jetzt hier drin einmal ein 5 Liter Fass Bier, ist okay, und verschiedene Flaschen Saft, Limonade und Cola. Wir sehen auch, dass das hier optimal reingeht und zur Handhabe ganz einfach auch schnell zu entnehmen ist, im Urlaub, auf der Fahrt, auf dem Standplatz, auf dem Stellplatz, dass man hier reingeht, schnell seine Getränke rausnimmt und wieder zumacht und die Kühlleistung optimal ist. Wie gesagt, zum Vergleich, wir haben uns hier diese MobiCool angeschafft. Wir gehen dann nochmal vor und schauen uns noch einmal die Energieleistung an. Die Kühlbox fängt jetzt an runter zu kühlen, läuft auf Wechselrichter 230 Volt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Kühlbox an Energie hier bei uns jetzt aus der Batterie entnimmt, beziehungsweise über den Wechselrichter uns an Energie kostet. So, wir sehen jetzt hier unser Batteriemanagementsystem. Wir haben hier an die Solaranlage bringt zurzeit 15 Ampere. Wir haben auf der Batterie 100%, es wird aber noch nachgeladen mit 13,7 Volt und 0,3 Ampere wird nachgeladen. Und der Wechselrichter läuft jetzt hier mit 13,8 Volt und 19
Jetzt nochmal wechseln. 19 Watt verbraucht jetzt hier die Kühlbox im Anlauf. So, das ist für uns optimal. Das heißt, es wird weniger Energie genommen, als was nachgeschoben wird jetzt über die Solaranlage. Das heißt, er lädt ständig noch nach, obwohl wir bei 100% liegen. Ja, liebe Kanalfreunde, und diese Variante ist für uns die beste Variante, mit dem Kühlschrank umzugehen. Das heißt, wir öffnen den Kühlschrank in der Regel nur noch vor den Mahlzeiten, also je nachdem zum Frühstück, Abend oder Mittag, je nachdem, oder jetzt zum Auffüllen. Wir halten hier keine Getränke mehr im Vorrat, nur noch ein, zwei Flaschen für die Fahrt, und wir haben sämtliche Getränke haben wir in dieser Kompressorkühlbox in der Garage verstaut. An Energie, wie wir gesehen haben, verbraucht die Kühlbox minimal. Das ändert sich auch groß nicht mehr. Die 19 Watt bleiben in der Regel bei 230 Volt. Ich habe auch noch nicht beobachtet, dass das mal ständig mal hochgeht. Wir haben jetzt die Zeit mal angehalten. Also wir haben den Kühlschrank gestartet um 10 Uhr. Und wir haben die Kompressorkühlbox 15 Minuten später gestartet. Und schauen dann nochmal zeitlich nach, wie sich die Temperaturvarianten verhalten in den einzelnen Situationen zeitlich gesehen von der Außentemperatur. Wir haben einen wundervollen Tag, es sollen heute knapp 30 Grad Außentemperatur sein werden. Also somit haben wir auch eine optimale Lösung. Wir stehen auch mit dem Wohnmobil so ausgerichtet, dass die Sonne volle Bulle auf die Lüftungsgitter vom Kühlschrank knallen wird in der Mittagszeit. Somit haben wir eine optimale Testvariante, um das abzulesen, wie sich jetzt die Kühlleistung zum vorhergehenden defekten Kühlschrank auch verhält. Hier noch einmal einige Fotos zum Einbau des Kühlschrankes. Da der Kühlschrank nicht durch die Aufbautür passte, wurde der Kühlschrank über die Fahrertür in das Wohnmobil reingehoben und hier an seiner Stelle verbracht und wieder fest eingebaut. Ja, liebe Kanalfreunde, ich habe jetzt parallel nochmal dazu die technischen Daten gezogen für diese Kühlbox, für diese Kompressorkühlbox, und das ist die MobiCool FR40. Diese Kompressorkühlbox läuft auf 12, 24 Volt und 100 bis 240 Volt. Das Fassungsvermögen liegt bei 38 Liter und der Nutzungsinhalt entsprechend Herstellerangabe bei 40 Liter. Der Energieverbrauch wird hier angegeben bei 102 Watt. Kann man sagen, okay, habe ich hier jetzt noch niemals gesehen bei mir, dass es jetzt 100, über 100 Watt zieht. Wir liegen jetzt bei ca. 45 Watt. Was die Kühlbox zieht, nach ca. einer Stunde laufen und runterkühlen in der Garage. Ich muss natürlich auch dazu sagen, die Kühlbox war nicht sehr kalt, wir hatten es früh gehabt und 12 Grad Starttemperatur ist ja nicht so sehr warm. Das entspricht natürlich anders auch die Leistung, wenn man jetzt Getränke auffüllt, die jetzt relativ warm sind, oder die Kühlbox in der Sonne stande und so weiter, werden sich die Werte natürlich entsprechend verändern. Die Werte, die wir hier jetzt ablesen, entsprechen jetzt den Gegebenheiten, die wir hier haben. Also da können wir jetzt auch nichts falsch machen. Er zieht nach wie vor 45 Watt, ist ein bisschen hochgegangen mit dem Energieverbrauch. Nach einer Stunde einschalten. Beim Kühlschrank sind wir schon etwas weiter. Das heißt, in der im Gefrierfach sind wir runter schon auf 12 Grad nach einer Stunde. Und im Kühlschrank liegen wir auch circa bei 13,5 Grad. Das abzulesen an dieser Einheit, was ich euch nochmal zeigen kann.
Noch einmal zu dieser Temperaturanzeige. Die Temperaturanzeige habe ich damals bezogen bei Pearl. Diese Temperatureinheit ist von Rosenstein und Söhne. Wir haben hier diese Anzeigeneinheit befestigt mit einem Magnet, betrieben mit Mikrozellen, wird einfach rangeklickt, hält wunderbar. Inklusive im Lieferumfang von dieser Temperatureinheit sind die zwei Sensoren, die sind vorgegeben, einmal für das Gefrierfach und einmal für den Kühlschrank. Den Gefrierfachsensor legen wir ganz einfach in den Gefrierfach oben rein und den Sensor für den Kühlschrank legen wir ganz einfach in die Türablage in den obersten Drittel. Somit haben wir optimale Temperaturablesegewährleistung und Anzeigegewährleistung, was unser Kühlschrank jetzt an Temperaturen leistet. Ja, das ganz einfach mal zu dieser Temperatureinheit. Das war für uns die bestmöglichste Variante, die Temperatur immer relativ genau im Kühlschrank und im Tiefkühlfach ablesen zu können und somit sich auch darauf einzustellen, wie oft öffnen wir den Kühlschrank, muss der jetzt so richtig gekühlt werden, gehen wir auf Gas, lassen wir ihn immer auf Gas laufen, eher auf Strom und so weiter. Unsere Erfahrung heraus, und das ist ja auch weitläufig bekannt, dass der Kühlschrank, der Absorberkühlschrank weitestgehend im Gasbetrieb am besten läuft. Ist auch unsere Erfahrung. Das heißt, wir lassen weitestgehend den Kühlschrank auf Gas laufen. Während der Fahrt kühlt er ganz einfach weiter im 12-Modus-Bereich, im 12-Volt-Modus-Bereich und haben damit die Kühlung ganz einfach auch hier gewährleistet. Ja, liebe Kanalfreunde, das war's erstmal ganz kurz zum Kühlschrank. Wenn's Fragen gibt, einfach unten reinschreiben in Kommentare oder persönlich an uns. Wir sind jetzt erstmal hier durch mit der Vorstellung, mit der Problematik, die wir hatten, mit den Lösungsvorschlägen und so weiter. Wir warten die Zeit jetzt ab mit der Kühlung. Wie viel Zeit braucht der Kühlschrank? Wir lassen jetzt einmal 12 Stunden und einmal 24 Stunden laufen. Ich melde mich dann in 12 Stunden bzw. in 24 Stunden bei euch nochmal auf dem Video natürlich nacheinander. Und dann habt ihr allgemeinen Überblick, wie die Kühlleistung hier extrem verbessert ist durch den Tausch des Kühlschrankes, durch die Zusatzapparaturen, die hier verbaut wurden, die Lüfter, die Ventilatoren. Und natürlich die Ableseeinheit, da lesen wir es konkret ab, was leistet unser Kühlschrank im Energiemodus Gas in 12 Stunden und in 24 Stunden nach Start bei einer Außentemperatur von rund 25 Grad liegen wir jetzt. Ich blende natürlich dann die Temperaturen im Laufe des Tages nochmal ein, dass wir wissen, aha, was haben wir jetzt im Wohnmobil für Temperaturen, was haben wir draußen für Temperaturen, dass wir annähernd circa einen Rundvergleich haben. So, liebe Kanalfreunde, ein kurzer Zwischenbericht nach 6 Stunden. Es ist 16 Uhr. Wir haben eine Außentemperatur von 27 Grad und eine Innentemperatur von 34 Grad. Die Kühlbox hat es geschafft, sich auf 1 Grad herunterzukühlen und zieht über den Wechselrichter konstante 19 Watt der Aufbaubatterie. Die Außenbelüftung des Kühlschrankes läuft weiterhin im Automatikmodus und der Kühlschrank befindet sich bereits bei 10 Grad und das Tiefkühlfach bei minus 4 Grad. Hier um 22 Uhr die Tiefkühlbox zieht weiterhin 19 Watt über den Wechselrichter und der Kühlschrank befindet sich bereits bei 2 Grad und das Tiefkühlfach bei minus 8 Grad Celsius. So, liebe Kanalfreunde, es ist 10 Uhr. Wir haben das Resümee von 24 Stunden. Die Kühlbox hat weiterhin die 1 Grad gehalten. Bei der Kühlbox ist das so, muss ich nochmal dazu sagen, dass wenn die 1 Grad hält, beziehungsweise die eingestellte Temperatur hält, schaltet die in einem Rhythmus wechselseitig immer eigenständig ab und startet wieder. Somit wird ab und zu mal Energie entnommen oder
Die Kühlbox befindet sich im Ruhemodus. Zurzeit haben wir permanent hier 19 Watt noch anliegen. Das heißt, die Kühlbox läuft weiterhin und hält die gestellten 1 Grad ein. Jetzt zu unserem Kühlschrank. Der Kühlschrank nach 24 Stunden. Wir haben ja die Auswertung von 6 Stunden mal gemacht, weil wir da genau gesehen haben, wie sehr und wie zügig der Kühlschrank schon runtergekühlt wurde. Wir haben das Resümee von 6 Stunden, von 12 Stunden und jetzt von 24 Stunden. Der Kühlschrank läuft weiterhin auf 2/3, das heißt, wir haben noch Luft nach oben und die Lüfter des Kühlschrankes laufen automatisch weiter im automatischen Modus. So, was zeigt unser Kühlschrank jetzt an? Wir haben im Kühlschrank jetzt hier 4 Grad, wie man sehen kann, 4 Grad und im Tiefkühlfach 13 Grad. Wenn man es genau sehen kann, haben wir hier eine Tiefstemperatur und eine Höchsttemperatur. Das heißt, die Tiefstemperatur vom Kühlschrank lag in der Nacht irgendwann mal bei 0 Grad. Hier im Tiefkühlfach lag die Tiefstemperatur in der Nacht irgendwann mal bei 20 Grad. Die Höchsttemperaturen, was wir hier sehen, 24 und 23 Grad, sind Temperaturen von den letzten 24 Stunden. Das heißt, der Kühlschrank und das Tiefkühlfach war irgendwann mal in den letzten 24 Stunden auf diese Temperaturen gekommen. Somit haben wir ein wunderbares Resümee. Nach 24 Stunden mit 2/3 Energie fährt der Kühlschrank hier an Last mit automatischer Kühlung. Wir haben eine Außentemperatur von ca. 24 Grad genau und eine Innentemperatur von 26 Grad. Wir können den Kühlschrank noch nach oben stellen auf 100%, aber halte ich hier eher für nicht notwendig. So, das war es ganz einfach mal zum Kühlschrank. Liebe Kanalfreunde, wir haben festgestellt, dass der Kühlschrank ganz einfach ein Fingerspitzengefühl benötigt und wir haben natürlich auch festgestellt, dass der Kühlschrank, so wie wir ihn benutzen, für uns das Optimalste ist. Das heißt, der Kühlschrank wird nicht mehr so oft geöffnet und geschlossen, es werden Getränke oder andere Sachen entnommen, sondern das befindet sich alles in unserer Kompressorkühlbox in der Garage. Wir haben nur die nötigsten Getränke hier im Kühlschrank lagern. Somit reduziert sich die Öff- und Schließzeiten des Kühlschranks auf ein Minimum. Die Temperaturen bleiben erhalten. Die Erfahrung haben wir jetzt schon gemacht in unserem Sommerurlaub. Bei um die 35 bis 40 Grad ist das Optimalste. Das heißt, der Kühlschrank bleibt zu und die Getränke werden dem Tiefkühlbox entnommen und auch wieder entsprechend nachgefüllt. Mit der Energie kommen wir wunderbar hin. Wie wir sehen, es wird nicht so viel benötigt jetzt über den Wechselrichter. Man kann die Kühlbox natürlich auch über 12 Volt laufen lassen. Habe ich jetzt persönlich nur im PKW mal ausprobiert. Bringt genau die gleiche Leistung. Ist für mich aber jetzt nicht relevant, dies auf 12 Volt hier zu fahren. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen, wir bedanken uns für eure Unterstützung und wir bedanken uns natürlich für freundliche Hinweise. Unten rein in Kommentare gibt es Fragen, gibt es Anregungen, gibt es Hinweise, gibt es Tipps. Denkt bitte dran, wir haben noch diese Geschichte laufen, Caravansalon, da geht es speziell auch um Mobilwetter. Gibt es von Freunden von Mobilwetter irgendwelche Fragen zu den Herstellern? Gibt es Fragen zu Lieferung, Ersatzteilen etc.? Hat jemand Fragen zum Caravansalon, die wir lösen können auf dem Caravansalon, was Zubehör betrifft etc.? Dann stellt das bitte in die Kommentare rein. Wir bedanken uns für eure Vertrauen. Wir bedanken uns für eure Zuverlässigkeit, dass ihr die Videos natürlich auch nutzt für euch persönlich und wir bedanken uns natürlich für positive Anregungen.
Wir verbleiben bis dahin. Wir fahren jetzt erstmal eine einwöchige Tour und wir melden uns natürlich von unterwegs. Bis bald. Euer Kanal Mobiwetter und Wohnmobilreisen, Viola und Uwe. Tschüss.